Renata Samira mit Tarik. Komm, na, Fierce Gamer zum Abschluss. Beide Fierce Games heute verloren. Aber beide Games war ich eigentlich okay dabei. Das waren die Games, wo ich das Gefühl hatte, okay dabei zu sein. Das sind beide Smurf Games. Alle Games. Ich habe auf meinem Smurf alle drei Games gewonnen. Auf meinem Main alle Games verloren. Ich stehe 0-6 auf meinem Main heute. Die nehmen wir nicht easy. Phrase euch bei Spiele. Mina Exo ist auch gut gegen Samira. Und die wird probably Clan spielen. Die wird auf jeden Fall Clan spielen. Das macht Barrier dann nochmal besser. Was, ob ich Clan spielen muss? Eigentlich nicht, weil schon gut gegen Renata, muss aber nicht unbedingt sein. Spiele ich PTA auch nicht, weil brauche ich nicht. Ich glaube, wir gewinnen auch so Lane. Wir umkämpfte Lane. Ich mag Triumph hier. Vielleicht gewinnen wir heute auch ein Game oder wir gehen einfach 0-7. Das ist auch okay. Wäre auch fun. Spellbook Tarik. Really. Spielt Barry, ja, okay. Dann wäre Exhaust hier sehr gut. Warum ist der Tarik nicht hier? Hä? Was ist mit ihm? Er kommt literally zu spät in Lane, weil der emotet. Ist der dumm? Ist der dumm, Digga. Das hatte ich erwartet. Der Tarik anscheinend nicht. Na, oh, giga schlecht von mir, was ich hier tue. Digga, ich bin so weg und die Lane, ne? Ich hätte so gepunished werden können für die Scheiße, die ich hier tue. Oder gepunished werden sollen, eigentlich. Ich feg die schon hart, aber bis hierhin zumindest. Außer was Farm angeht. Farm verpasse ich jeden. Ja, ich dodge jeden Spell von denen. Werd so gefickt. Digga, aber ich kann nicht farmen. Okay, die hat die ganze Zeit Vega. Warum ist so bad? Trotzdem übel gut für uns. Ich meine, die sind jetzt Giga, wir hatten XP, right? Und die Wave bounced. Aber Botlane von denen ist Turbo fucked. My bad, ich hätte die safe töten können. Ich dachte, er hat sie einfach. Hier die Rentnerreaktion von der Samira, mein Q nicht zu Veno. Richtig bad von ihr. Die sind richtig behind jetzt. Holy shit. Jetzt werde ich dafür gepinkt. Ihr habt der Samira ein Free E gegeben, ihr Idioten, what? Ich stun sie, ihr gebt ihr ein Free E und eat fucking Renata. Seid ihr lost? Wo ist das denn meine Schuld? Jungs. Ihr wollt aber auch nicht gewinnen, ne? Irgendwie bist du so aus Handy losgelassen. Oh, das sieht toll aus. Jetzt bauen. Oh mein Gott, Dana hat das Game gesaved. Oh mein Gott, Dana ist ein Löwe. Also. Der hat den Ulti zumindest gesaved und die 10 Stacks oder die 4 Stacks ringen. Icon zu kommen. Wir haben gleich Tarigold. Oh mein Gott, ist das close. Ist das unlucky. Nee, das Game von dir oder mich will ich gebrochen, Digga. Muss doch nicht so reinlaufen. Ich kann einfach das Sand spielen, Mabit. Ich muss nicht mit die Wünsche gehen. Ich habe komplett den Überblick verloren, den Fett. Der Tarig hat den Dings noch nicht gesehen. Den Echo. Ich schon, ich muss ihn da wegpingen. Hier ist er mir aus dem Shutdown. Geil. Ja, der kommt mich trapped hier. Dann bin ich auch tot. Ja, tot. Keine Ahnung, ich Botlauf, bin ein Bastard. Ich möchte verlieren, das ist krass. Ich möchte aber jedes Game mit verlieren. Ich möchte einfach verlieren. Das ist der einzige Grund, right? Es gibt keinen Grund, warum ich da jemals Bot laufen sollte, außer weil ich verlieren möchte. Ich sag also sogar noch mal, ob der Echo da ist, dann bin ich tot. Warum laufe ich überhaupt Bot? Hast du einen AFK? Ja. 3-8. Da waren wir schon verloren, actually. Mein Mittler trollt das Game mit Absicht. Und ich habe zu schlecht gespielt. Wäre ich besser spiele, stehe ich hier 10-0, nicht für 3. Und dann ist es egal, was der einer macht. Aber ja, ich bin auch zu schlecht. Jetzt kann sie im actually mit dem Griff das Game verlieren.
Armin, der Samira wird auch verlieren, ne? Wenn er aber nicht der Einzige. Also meine Soldats werden 100.000 Tote haben, dieses Game. Ungefähr 100.000, denke ich. Wir werden straight runterlaufen, das gesamte Game. Mein Jungler spielt und mein Supporter spielt. Mein Jungler spielt auch schon sehr for fun. Let's go, so huge. Also so huge ist nicht, dachte ich mir schon, da ist 2,5. Ich bin auf jeden Fall gigafett. Hab 2 Items, kann mir Boots noch kaufen, ja. Ich bin Monster, das Problem ist, Kane ist egal. Adam Kane, dem Echo. Er ist ein Assassin, ich bin ein kleiner ADC. Wenn er Tarik nicht sehr gut spielt, habe ich große Probleme. Also Tarik ist schon sehr gut gegen Echo. Weil wenn Echo ranäht, kann er ihn eigentlich immer ehen, wenn er es gut timet. Und der Echo sollte mich nicht mit Q Auto-Attack E1 tappen, denke ich. So fett ist er auch nicht. Okay, ich hätte ein defensives Item Jet. Gehe ich jetzt Schildbo? Könnte ich, ne? Ah, ich brauche auf jeden Fall kein Adia. Das ist Whisky. Das sollen wir Ultra gewinnen, no. Wenn das kein Winning Fight ist, weiß ich auch nicht, Digga. Bitte stirb, Ken. Schön. So, bad von mir, no. Also, das bringt uns ja gar nichts, dass wir den Fight gewonnen haben. Das ist ein richtig schlechter Timer, um den Fight zu nehmen. Und die so zu ficken. Und Flash zu verlieren. Jetzt kann ich den nächsten Fight nicht spielen. Na gut, ja, wir kriegen gar nichts. Die Midlane hier zu. Und dann ein Base, das Office für Drake. Währenddessen sterben wir aus Sideline und verlieren das hier zu. Ich denke, wir testen Schildbo. Mal sehen, wie useless oder useful Schildbo ist. Brauche einfach ein Demon Design und die haben einfach nur Assassins. Und ich glaube, dass ich mehr Damage brauche, als ich habe. Das war nicht wirklich das, was ich gerade gemacht habe. Ich habe auch noch meine Waffenkombo damit gefickt. Ich dachte, ich habe mehr als 10 Schuss Green Gun. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich bin so ein Griefer. Ist das ein gutes Play von denen? Nee, oder? War niemand fordern, oder? Fuck, was kaufe ich hier? I guess jetzt schon LDR. LDR als vierte Seite ist schon gut. Der Echo wird auch Armor kaufen, ne? Muss ich jetzt alleine gegen Echo diesen Dings da so holen, den Tower? Wollt ihr mich verarschen? Ja, was wollt ihr? Er wollte nicht, nice. Okay. I guess oder okay, den Echo dann einfach kurz. Ich nehme auch noch mit meinem Sohn. Gut, dass der Echo so scheiße ist. Oh nein. Oh mein Gott, wir haben Game gewonnen. Let's go. Nicht das 07 heute. Danke für's Anschauen des kompletten Videos. Absolut ehrenwert. Morgen habe ich den ersten Teil vom Tri-Six Cup, die Highlights davon. Es war ein Hilo Tri-Six Cup, also Dia 4 Plus musste man sein. Und ja, da habe ich dann 4 Leute aus meiner Community mitgenommen. Absolute Ehrenmänner allesamt. Ja, und wir hatten eine Menge Spaß beim Tri-Six Cup und morgen das erste Highlight davon. Wer es nicht verpassen wollte, würde ich mich sehr über ein Abo und ein Like freuen und bis morgen. Kuss, kuss. Und das hier wieder. Ja, wir müssen einen Contest spielen. Wir sind 5 Leute. Ja, wir sollen das ja spielen. Die trollen eigentlich. Ohne irgendeinen Gitch. Ja. Ein Wunder, da killen. Der Tank ist er eigentlich nicht. Ab alle, ab 2. Was? Kommen wir nicht raus? Ja, okay, das ist Jinx kriegt das auch, Dings. Aber gut, wieder auf. Ja, ich glaube, es ist Liebe.